Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lost Judgment. Beim letzten Mal haben wir uns am Tatort ein bisschen umgeguckt und haben da den Polizisten Watanabe kennengelernt, der dann doch tatsächlich auch ein ganzes Stück netter war, als ich am Anfang so erwartet hätte, als er auch am Anfang den Eindruck gemacht hat einfach. So, aber weil wir heute mit der Hauptstory in irgendeiner Form weitermachen, dachte ich, dass wir erstmal ein bisschen jetzt langsam mit Sidequests anfangen könnten, weil mittlerweile sollte es genug geben. Ich habe hier diesen Ordner schon mal gesehen, als wir hier bei der Schule waren zum Beispiel. Ich habe gerade auch nochmal auf die Karte geguckt. Hier oben ist noch eine und hier sind noch drei sogar einfach mal eben auf einem Haufen. Und dann sollst du vielleicht auch bei irgendwelchen Minispielen vorbeigucken. Aber das sehen wir dann. Wir fangen einfach erstmal hier an, würde ich sagen, ja? Eine Entführung, meinst du? Glaubst du, die implantieren den Leuten irgendwelche Chips oder so? Ja, er hat gerade schon irgendwas von UFOs erwähnt. Oh, das fängt ja sehr gut an. Keine Ahnung, aber ich habe es selber gesehen. Ein echtes UFO, hier in die Jinjo. Ich habe vor ein paar Jahren mal was von einer Alien-Entführung hier in der Stadt gehört. Der Vater von einem aus seinem dritten Jahr ist plötzlich verschwunden. Mann, voll gruselig. Auf Shatter reden auch alle von UFOs. Alle haben Angst, dass wieder Leute entführt werden. Entführungen durch ein UFO? Verschwinden wir, bevor man uns auch erwischt. Ah, ich muss zugeben, das macht mich neugierig. Warum macht dich das neugierig? Die haben auch Chatter erwähnt, das sehe ich doch gleich mal nach. Ja, gut, vielleicht weiß Chatter mehr über die Aliens tatsächlich. Wie funktioniert das nochmal? Nein. Hier, da ist mein Handy schon mal, das kann ich noch. Wo mache ich jetzt? Ach, Schlagwortsuche, das ist es. Nach Schlagwort suchen, UFO. Da ist ein UFO. Da sind ganz viele UFO-Sachen. Von einem UFO. Das ist ein bisschen außerhalb, aber die sind alle so auf einen Haufen. Das könnte doch interessant sein. Gehen wir doch mal in die Richtung erstmal. Das passiert wohl nur nachts und hauptsächlich im Barviertel. Zeit und Ort habe ich. Da muss ich wohl einfach mal die Augen nach einem UFO offen halten. Warte mal, wie funktioniert das Spiel nochmal, was den, Tag-Nacht-Zyklus angeht. Es wird nicht von selbst Nacht, oder? Ich muss irgendwas dafür machen. In Yakuza 7 war es ja, glaube ich, so, dass man, bis man irgendwie kurz vor Ende war, ja, dass Tag und Nacht nur an festgelegten Punkten der Story gewechselt hat. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt hier ist. Weil dann... Ich glaube, ich müsste, wenn dann nach Hause gehen und schlafen, ne? Oh Gott. Ja, wisst ihr was? Wir fahren einfach erstmal hier oben hin. Was ist denn da überhaupt? Drohnenrennen. Okay, wir gehen zum Drohnenrennen, offensichtlich. Das gibt es also auch noch. Natürlich gibt es das auch noch. Und das sieht ja auch sogar wesentlich größer aufgebaut aus, wollte ich gerade sagen. Aber nein, das ist einfach nur ein Fußballfeld. Das gehört gar nicht denen eigentlich. Ganz viele Leute. Findet hier irgendein Event statt? Lass die Drohnen fliegen. Ja, das, mal sehen, wie viel wir davon heute machen, aber ich denke, ich will nur kurz den Einstieg erstmal machen, das werde ich dann einfach wieder auf einen Schlag machen. Also das Drohnenrennen habe ich sogar gar nicht durchgespielt in Judgment, dem ersten Teil, weil man da wirklich viel Stuff für brauchte. Dafür hätte ich wahrscheinlich auch mehr andere Sidequests einfach machen müssen. Hallo? Kann ich mal was fragen? Ja? Wieso herrscht denn hier so ein Auflauf? Drohnenrennen ist das erste Rennen durch diesen Teil der Stadt. Darum sind alle hier, um sich mal anzusehen, was die ganze aufregen soll. Oha, ein Drohnenrennen. Die sind eine Mordska. Die sind eine Mordskaudi. Ah, hast du auch eine Drohne gekauft? Ja, ich bin sogar schon Rennen geflogen, Kamarucho. Dann zeig doch mal, was du drauf hast, Mann. Heute finden eine Menge Rennen statt. Die Piloten sagen doch, das tut mich gerade sehr froh, hat er das gesagt. Yagami, tu das doch nicht. Na dann. Ist ja auch wesentlich größer alles hier. Sollte es genug Strecken geben, die abwechslungsreich sind. Nee, kein Testflug. Ich kenne mich aus. Dann will ich wohl einfach mal am Grand Prix teilnehmen. Dann machen wir das erste einfach mal. Das kriegen wir schon hin. Sollte noch einfach sein. So bin ich es jedenfalls gewohnt. Wobei hier auch schon damals in Judgment die erste Runde vom Drohnenrennen wesentlich schwieriger war als die erste Runde vom Kartfahren in Yakuza 7. Das auf jeden Fall. Gut. Hätte mir Steuerung vielleicht trotzdem durchlesen sollen. Na gut. Schaffen wir. Strecke sieht auch simpel aus erstmal.
Und das war halt das, was ich auch so cool fand, dann im Gegensatz zum Kartfahren, dass es hier später an Strecken gibt, wo man wirklich durch ganz schön enge Passagen irgendwie durch muss. So, wie funktioniert die Steuerung? Ich weiß es halt wirklich nicht. Ah ja, mit dem rechten Stick. Cool. Habe ich irgendwie einen Turbo oder so gehabt? Genau, da jetzt. Okay. Na gut, krieg ich hin. Das lässt sich gut steuern. Hätte ich mir vorher nochmal durchlesen sollen, vielleicht. Genau, aber das ist einfach erstmal nur so. Ein Rundflug durch die Straßen. Spannend wird es, wenn man durch sowas irgendwie durch muss und so. Na, keine Ahnung. Gab es dann immer schon ganz coole Stellen. Aber weit bin ich halt auch nicht gekommen, unbedingt. Naja, dann mal schauen, ob die zweite Strecke vielleicht schon ein bisschen interessanter wird. Zumindest im ersten Teil hat es auch noch nicht lange gedauert, bis dann ein paar coolere Sachen dazu kamen. Also. Ja, ja, die überholen mich erstmal direkt wieder. Haben irgendeinen Schnellstart, ich weiß nicht, woher sie das haben. Warte, wer ist denn vor mir? Wo ist denn einer vor mir? Ich sehe gar keinen. Jetzt ist auch niemand mehr vor mir. Ich weiß nicht, was das gerade war. Und wo da jemand angeblich war. Hier unter der Brücke her ist. Hey, gibt's halt auch sehr viel Wasser, ne? Das ist natürlich immer nett. Und warte, kann ich da unter der Brücke her? Das könnte sich sogar lohnen. Weil das ist so ein besonders krasser Turbo. Den habe ich gerade auf der ersten Strecke auch schon gehabt. Der ist neu. Glaube ich jedenfalls. Ach, und auf Platz 2 ist wieder Jackie weg. Sehe ich jetzt erst. Im Rundenlabor sind auch neue Teile verfügbar. Okay, das nehme ich auch gerne an, aber Jackie weg ist auch der, der die ganze Zeit im ersten Teil auf Platz 2 war, hinter mir. Dann noch die letzte Strecke. Oh, jetzt ist aber die Schule, oder? Das ist doch jetzt die Schule. Ja, das ist die Schule. Oh, und ins Fenster rein. Ja, das ist genau das, was ich wollte. Oh, das wird eine interessante Strecke. Das wird sehr, sehr unterhaltsam. Und die Schüler sind auch noch unterwegs, natürlich. Verschwindet! Weil das hier bietet einige Möglichkeiten. Weil so ein großes Gebäude hatten wir halt einfach im ersten Teil nicht, ne? Wo man so hätte durchfliegen können. Das ist eine der coolen Möglichkeiten, die es jetzt bringt, dass man so ein zentrales Gebäude hat und dass man jetzt öfter reingehen wird. Okay, es gab natürlich das Krankenhaus, wo wir öfter waren, aber das konnte man auch nicht wirklich frei erkunden oder so. Da gab es so ein paar einzelne Bereiche, bei denen man dann mal war, und es gab halt die Eingangshalle und das war's. Deswegen war das da wahrscheinlich nicht unbedingt möglich. Zumindest nicht so sehr wie hier. Und ja, ich glaube, das Rennen schaffe ich nicht mal. Das wird zumindest knapp. Sehr, sehr knapp. Geht weg! Ich fliege einfach irgendwelchen Schülern ins Gesicht. Ich weiß nicht, ob das alles hier genehmigt wurde. Was sagt denn der Direktor dazu? Der ist ja hier, ne? Genau. Findest du das okay? Ist das legal? Fuck, ja, nee, das schaffe ich nicht. Okay. Aber sollte insgesamt trotzdem reichen. Behaupte ich. Gott. Upsala. Ja, egal, ich bin Vierter, aber das ist okay, denke ich. Hoffe ich. Hoffe ich sehr. Ja, ich bin immer noch Platz 1. Oh, aber es war sehr knapp mit Jack, geh weg. Holy shit, war das knapp. Wäre ich noch einen Platz weiter hinten gewesen, das wäre es gewesen für mich. Ja. War aber auf jeden Fall die beste Strecke von allen. Ja, klar. Ich wünsche, alle Strecken wären einfach nur so, weil das nutzt natürlich das Drohnenrennen richtig aus. Und die anderen Strecken fühlen sich halt einfach eher wie ein normales Rennspiel an, nur dass man fliegt dabei. Ja, aber man muss es nicht wirklich ausnutzen, dass man fliegt, meistens. Das ist dann schon wirklich was Cooles, was man so in anderen Spielen nicht so wirklich bekommen kann, in anderen Rennspielen. Du bist gut, sind Drohnen nicht toll? Übrigens, du weißt, wie du deine Drohnen optimieren kannst? Die da drüben hat ein Drohnenlabor. Da gibst du einfach die richtigen Materialien. Ja, ja, und die brauche ich halt erstmal irgendwo her. Die hatte ich im Vorgänger nie so wirklich. Ah, ich hab's nicht so mit der Steuerung. Die Drohne, die ich hatte, ist mir ständig beinahe irgendwo reingekracht, also habe ich sie wieder verkauft. Ich bin mehreren Schülern gerade ins Gesicht geflogen, alles gut.
Aber ich sehe sie gerne in Aktion. Wenn ich kann, bleibe ich einfach hier und sehe den Profis bei der Arbeit. So bestimmt ist er Jack, geh weg. Das ist am Ende der Plot-Twist. I see. Ah, verstehe. Mann, dein Rennen hat echt Spaß gemacht. Danke dafür. Ich danke dir. Man sieht sich. Sehr cool. Ja, das werden wir weitermachen noch, ne? Aber das soll dann erstmal für heute reichen. Das können wir uns ja ein bisschen aufteilen auf jeden Fall, dass wir immer wieder eine Runde machen und vor allem erst immer nur, sobald wir auch ein bisschen geupgradet haben. Bringt uns das überhaupt irgendwas? Ja, wir haben auf jeden Fall auch nichts, was wir machen können. Oh, das kann ich machen. Ich kann Tempomat machen. Haha. Bisschen schneller. Mit einer guten Mischung aus Geschwindigkeit, Kontrolle und Turboleistung. Wäre das teuerste. Ja. Kosten 45, aber wahrscheinlich kann ich nicht einfach alles ausrüsten, weil die verschiedenen viele Slots quasi einnehmen. Keine Ahnung. Ja, aber nee, damit setze ich mich dann was anderes auseinander. Das lassen wir jetzt erstmal. Wir kommen aber auch vorbei, wenn wir wirklich ein bisschen mehr von dem ganzen Materialgedöns haben, was man so braucht. Wie komme ich überhaupt raus? Hier? Ja, hier. Dann schauen wir uns dieses in Richtung Chinatown vorbei, ne? Wobei es hier direkt um die Ecke noch The Bee geben soll. Was auch immer das ist. Ah, oh, oh, und Karaoke. Ich dachte erst, hier kann man Dart spielen, aber Karaoke. Ich habe es gerade noch angesprochen. Ich habe es gerade noch angesprochen. Ja, perfekt. Schauen wir erstmal hier vorbei noch, ob es hier Karaoke gibt oder ob es hier Darts gibt oder ob es beides gibt. Karaoke und Darts gleichzeitig. Wir singen, während wir mit Pfeilen werfen. Sieht sehr nach Darts aus in erster Linie. Ist auf jeden Fall ein Geschäft. Ja, hier gibt es auf jeden Fall Darts zu kaufen. Hier gibt es auch ein Skateboard zu kaufen. Mein Multi-Oberteil. Das sieht so schön aus. Ja, ne? Kauf ich mal. Jetzt kann ich Darts spielen bestimmt. Genau, okay. Aber gibt es jetzt hier Karaoke oder nicht? Wurde ich belogen und betrogen? Oder wie sieht's damit aus? Ich meine, das geht hier noch... Ne, ich komme von oben, ne? Ja, ich komme von oben. Okay, dann gibt es wohl kein Karaoke. Verdammt, ich hatte schon Hoffnung. Aber dann halt nicht, weil hier gibt es einfach nur normal Essen. Genau, gesunde Ernährung. In der Stadt gibt es Dutzende von Bars und Restaurants. Gesundheit wiederherstellen. Genau. Alkohol kann ich auch trinken, wenn ich voll bin. Sollte man auch natürlich, am besten. In jedem Restaurant gibt es bestimmt Gerichte, die Glück bringen. Bestelle von der Glücksspeisekarte, um den entsprechenden Glückseffekt zu erhalten. Oh, okay. Na gut. Genau, essen kann ich ja sowieso gerade nichts, weil mein Leben sind voll. Ich könnte halt jetzt ein bisschen... Das trinken, bevor ich Darts spiele. So, Kauf bestätigen, ja, let's go. Bier. Starving. Pretty tasty, thanks. Ew. Bah. So, was wir schon gesagt haben. Wir haben eine Runde Darts, würde ich sagen. Klar tun wir das. Das klingt simpel. Anfänger, nein, ich habe schon bessere. Standard Darts. Was will ich machen? Was ist, Count up? Ich mach lieber einfach mal 0-1. Nee. Ich glaube, das kenne ich, glaube ich, aus Persona 5. Persona 5 Royal, um genau zu sein. Wir machen Count up. Das klingt einfach so, als würde ich Zahlen zählen. Also, versuchen, eine möglichst hohe Punktzahl zu bekommen. Das klingt vernünftig für den Einstieg. Okay, oh mein Gott, ja, bitte mach ein bisschen sanfter. Wir wahrscheinlich in der Mitte treffen, ne? Nicht so ganz da. Aber war nicht schrecklich, war nur nicht perfekt. Boah, aber einfach so zielen ist schon wirklich schwierig. Haben wir so gut hingekriegt irgendwie. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Ich kann es auch schon einfach mit dem Stick steuern, aber halt wirklich nicht leicht. Und ich muss es an einer ganz bestimmten Stelle halten. Und selbst dann rutscht es leicht weg mit der Zeit. Perfekt. Let's go.
Nice one! Player Change, wer kommt jetzt? Das bin immer noch ich! Spiele ich gegen mich selbst? Ja. Sehr gut. Und Player Change. 116 ist doch gar nicht so schlecht, glaube ich. Aber das ist auch gar nicht das Beste. Das Beste ist doch, wenn ich einfach, was hier treffe? Ich glaube, das ist der beste Ort eigentlich, oder? Gab es irgendwas Höchstes? Hier ist 19. 20. Vielleicht ist es auch hier. Boah, ich kenne mich halt gar nicht mit Darts aus. Genau, weil das hier gibt halt 50. Und das hier müsste 60 geben, weil das 20 mal 3 ist. Oder halt da, ich bin mir nicht sicher. Aber das ist halt kleiner, deswegen denke ich mal hier. Oh Gott, probieren wir es. Wenn ich ihn treffe überhaupt. Perfekt. Nice. Triple? Genau, Triple. Habe ich direkt 60 bekommen. Das heißt, da müsste ich dreimal reintreffen für den perfekten Score. Ja, sehr gut. Ja. Guck mal, geht doch. Nochmal einmal, bitte. Mach mal hinne. Wird noch was aus dem Meer hier heute. Ja! Nice. Let's go! Ton 80! Ah, das hat aber alle Punkte zusammengezählt, ha? Huh? Ich dachte, ich mache vielleicht die beste Runde, nehme ich oder so. Aber nee. Aber gut, ist doch nicht schlecht. War nicht schlecht. Hätte schlechter sein können, auf jeden Fall. Man kann ja noch üben, ne? Aber gut, das scheint mir sonst nicht viel zu bringen hier, glaube ich, gerade. Erstmal nicht. Aber hauen wir jetzt mal ab. Karaoke gibt's hier nicht, also enttäuscht bin ich so oder so. Wir weiter in Richtung Chinatown. Beziehungsweise, um ganz genau zu sein, schauen wir hinter Chinatown vorbei. Ich glaube, hier war es damals, wo wir diese Staubsauger-Sidequest gemacht haben. Oder... Ah, nee, du bist einfach nur irgendein Random-Typ. Okay, ich dachte, ich hab dich gerade verwechselt. Alles gut. Hallöchen, Kumpel. Suchst du nach dem heißesten Laden der Stadt? Hm? Wie... Toshiro-kun, bist du das? Kenn ich ihn doch? Wer ist das? Ja, Yagami? Oh, du bist es bloß. Oh, das ist doch... Also, den habe ich nicht erkannt. Aber doch, den kannte ich, ja. Gut, ist nicht einfach nur irgendein Random-Typ. Tatsächlich. Das ist ja eine Überraschung. Als es den Tojo-Clan noch gab, gehörte Toshiro-kun zur Matsugane-Familie. Und als selbst erklärter Modezar, hatte er schon damals einen ziemlich gefuckten Kleidungsstil. Daher musste ich mir für einen Fall seine Klamotten leihen, nachdem ich ihn umgehauen hatte. Ja, ich erinnere mich. Das war auch sehr gut. Was würde ich nach Ijincho? Oh, es geht um einen Fall. Und du? Bist du jetzt Kundenfänger oder so? Irgendwie müssen wir uns schließlich alle durchwursteln. Wer sagt, dass ich mich durchwurschtle? Trottel, um diesen Job zu bekommen, habe ich mich schwer angestrengt. Außerdem ist das nicht irgendein Job. Ich bin jetzt Eventplaner. Ich organisiere all diesen coolen Scheiß. Konzerte, Promi-Partys, alles Mögliche. Oh. Ha. Ein schriller Typ organisiert schrille Events. Passt irgendwie. Nice. Ja, Mann. Beim Ernst, ich hätte viel früher auf die ehrliche Schiene wechseln sollen. Ich bin krass gut als Entertainer. Das freut mich für dich, das freut mich wirklich. Jedenfalls organisiere ich gerade einen heißen Event. Was ist denn hier los? Die große Eröffnung von Paradise VR. Oh nein, nicht schon wieder das VR-Minispiel. Wow, Alter, du hast es echt weit gebracht, aber warum geht es bei dieser großen Eröffnung? Du erinnerst dich an Paradise VR, oder? Ein virtuelles Game Center in Kamurocho, das dich mitten ins Spiel versetzt. Ja. Yeah. Oh, stimmt. Da trägt man ein Headset und läuft wie ein Videospiel durch die Gegend, oder? Habe ich schon mal gemacht. Ganz genau. Und neuerdings gibt es uns auch in Ijincho. Und dank meines kreativen Genies haben wir das Gameplay komplett überarbeitet. Ja, das könnte dann vielversprechend sein, bestimmt. Mit deinem kreativen Genie da drin. Man läuft nicht mehr einfach allein in Richtung Ziel. Es gibt jetzt KI-Rivalen, die einen aufhalten wollen. I see. Cool. Also ist noch ein Wettbewerbselement dabei. Genau. Also, siehst du das Gebäude da? Paradise VR ist im Untergeschoss. Weißt du, was das erste Spiel geht aufs Haus. Echt cool, wenn es nichts kostet, probiere ich das gerne mal aus. Nee. Grad nicht. Okay. Bist du mir jetzt böse? Ich hoffe nicht. Aber das ist, glaube ich, das Gebäude, wo wir damals diesen Professor getroffen haben, hier im Café. Der mit seinem Saugroboter.
Na gut, dann gehen wir doch erstmal jetzt richtig in Chartown rein. Wir lassen das einfach erstmal stehen. Wir wissen, dass es existiert. Da schauen wir uns bestimmt noch wann anders an, was er da sich noch so einfallen lassen hat. Ach, hier ist Extrakt der Vergangenheit. Ach, kann ich die Sachen hier kaufen, die ich brauche? Oh Gott. Das ist das verbotene Aroma. Ach ja, das war eine Sidequest, die ich ja schon gestartet habe auch. Ja gut, dann machen wir da mal weiter, würde ich sagen, jeweils. Ich wusste gar nicht, dass das hier auf der Karte markiert wurde. Wie komme ich überhaupt da rein? Hier? Ach nee, der wohnt hier. Ach, alles gut, never mind, dann. Ich dachte, hier kann ich die Sachen kaufen, die ich brauche für seine Sidequest oder so. Wäre nett gewesen, wenn mir das einfach markiert worden wäre. Hatte ich ein bisschen zu viel Hoffnung, vielleicht. Mir ist irgendwie so aufgefallen, dass ich wirklich nicht gut skaten kann heute. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich fahre die ganze Zeit so. Ich kann den Stick einfach nicht gerade halten. Vielleicht war deswegen auch das Start-Mini-Spiel so schwierig für mich. Könnte zusammenhängen. Oh, den Ort kennen wir auch. Ja, dich kennen wir. Dich und, ich glaube, deinen Sohn? Das ist ja einfach sehr... Der hat eine Sidequest damals. Cool. Oh, ich habe Schaden genommen. Ganz schweren Schaden. Hast du hier irgendwo Glückssachen? Das ist Glück. Ich mag Glück. Starving. Now we're talking. Jetzt finde ich häufiger gute Sachen nach Kämpfen. Pretty tasty. Thanks. Wie lange? Ich denke mal nicht permanent, ne? Nö, das ist jetzt auch links da angezeigt. Das wird ein Buff einfach sein. Na gut, du hast eine Sidequest für mich. Hallo, ich bin Yagami, der Detektiv. Ah? Ach, der Detektiv, dann hast du wohl meine Anfrage gesehen, genau die. Ja. Aber da war mir einiges nicht so ganz klar und ich hatte gehofft, mehr darüber zu erfahren. Eins nach dem anderen. Mein Name ist Joey Koike. Danke, dass du gekommen bist. Ich bin ein internationaler Rahmenforscher, der durch die Welt reist. Sag einfach Joe zu mir. Internationaler Rahmenforscher? Aha. Tja, ich glaube, in der Anfrage ging es darum, den Phantom-Rahmenstand zu finden. Ganz genau. Das verbotene Aroma, ja. Das klingt doch spannend. Ein Phantomstand, der nachts in die Jinjo erscheint. Nein, nicht schon wieder nachts. Alles nachts hier. Ich kann nichts machen. So was habe ich ja noch nie gehört. Tja, ich habe jede Art Rahmen gegessen, die es auf der Welt gibt. Nur die vom Phantomstand fehlt mir noch. Da komme ich einfach nie hin. Und als ich die Gerüchte darüber hörte, bin ich auf der Suche danach den weiten Weg von Frankreich hergereist. Von Frankreich. Jetzt würde ich unbedingt da essen. Bitte, verehrter Detektiv, kannst du mir dabei behilflich sein? Also deine Begeisterung ist ansteckend. Wenn es einen solchen Rahmenstand gibt, will ich jetzt auch was essen. Ich brauche vielleicht eine Weile, um ihn zu finden, aber ich nehme deinen Auftrag an. Ich höre mich mal um. Ja. Ich glaube, ich muss wirklich jetzt mal schlafen gehen irgendwie oder sowas in die Richtung. Ich weiß es nicht. Oder ich nehme erstmal Gerüchte mit. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Nicht hier, sondern da. Wie immer. Phantom-Rahmenstand. So, da nicht. Da sind ein paar, aber die sind alle überall verteilt. Welche Brühe die wohl beim Phantom-Rahmenstand nutzen? Okay. Ah, wenn man in Fukuoka ist. Wo ist denn das? Das ist die große Frage für mich gerade. Das kann ich nicht auf der Karte wahrscheinlich nachgucken, ganz gut. Warte. Steht das nicht irgendwo hier, wenn ich rüber bin? Das wüsste ich halt jetzt gerne. Suchen. Gebiete. Fukuoka? Nein. Kein Fukuoka. Ist auch nicht nach... Ja, ist nicht alphabetisch sortiert. Das ist natürlich sehr hilfreich. Aber ich glaube, es ist trotzdem nicht dabei. Ich könnte natürlich einfach mal hier vorbeischauen. Ah ja, ist sogar markiert. Das sind alle markiert worden. Man könnte einfach mal nachfragen, ne? Was die vielleicht schon wissen, ob die schon irgendwas wissen jeweils. So. Ich hab gehört, hier gibt's auch gute Peking Duck, ne? Oder war es hier? Ne, hier war es, ne? Hier waren wir auch schon. Genau. So. Hallo.
Du? Kennst du dich aus mit Ramen? Entschuldigung. Kennt sich irgendjemand aus mit Ramen? Irgendjemand? Ich glaube nicht. Dass hier verkauft wird? Ramen für Katzen? Nein, schlimmer. Ja, red weiter. Hier gibt es wohl einen verfluchten Ramenstand, der Katzen kocht. Ich weiß ja nicht. Aber das hört sich sehr interessant an. Nur nicht nach dem, was ich hören wollte eigentlich. Störgeräusche? Rauschen? Was ist das für ein Rauschen jetzt plötzlich? Rauschen? Ich weiß nicht, wo ich das gerade aufgeschnappt habe, aber auf jeden Fall nicht hier aus dem Gespräch. Ich dachte, es geht jetzt um Katzenkochen. Und da finde ich jetzt auch irgendwas heraus. Aber jetzt geht wohl irgendwo anders auch irgendwas vor sich, weil es irgendwie rauscht. Ich weiß nicht, wo das war. Das ist, Rauschen. Nochmal. Ja. Hier, okay. Da kann ich auch noch markieren. Schaue ich halt da vorbei. Wir machen das ja sehr durcheinander heute, ich weiß. Aber ich bin einfach ein bisschen aufgeschmissen vielleicht. So, vielleicht kann ich hier jetzt gleich wieder mein komisches Gadget dafür nutzen. Gadgets. Oh, entweder der Geräuschverstärker, vielleicht aber auch der Detektor einfach, ne? Hallo? Was heißt das? Piepen irgendwas? Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert halt so richtig. Das piept einfach immer, ne? Als die Frau wegging, ging die Internetverbindung wieder. Sagt wer? Und wo? Wo kommt das her? Warum ist hier eine Sprechblase in meinem Gesicht? Vielleicht kommt es da irgendwo her, deswegen wird es mir jetzt angezeigt, wenn ich da hingucke. Diese Frau mir vorbeiging, machte mein Telefon auf einmal ein Geräusch. Ja, das sagt als auch jemand hier. Das Ding ist, es ist einfach bei uns. Ist mir gerade aufgefallen. Das ist unser Büro. Ist auch hier. Ich weiß aber nicht, ob es mir was bringt. Also, ich glaube nicht, dass wir bei uns selbst vorbeigucken müssen, um mehr darüber rauszufinden. Kann mir jemand was von einer komischen Frau erzählen, die mysteriöse Sachen macht? Das muss eine Frau sein. Genau, das müsste eine Frau sein, eine komische, die hier durch die Gegend läuft. Die vielleicht irgendeinen Störsender oder sowas bei sich hat. Hallo? Hallo? Oh ja, oh ja. Du, komische Frau. Entschuldigung. Sie sind komisch. Das finde ich nicht gut, dass sie so komisch sind. Hören Sie bitte auf, komisch zu sein? Hallo? Es geht so nicht. Ja, da ist das Signal weg. Du bist daran schuld. Hörst du bitte auf damit? Bitte bleiben Sie hier stehen. Das können wir nicht so weitergehen lassen. Ich weiß nicht, was sie tut soll. Was will die Frau von mir? Achso, jetzt kann ich es untersuchen. Irgendwo gibt es eine Wanze. Vielleicht bei dieser Frau. Ich würde mit dir reden. Gute Idee, sehr, sehr gute Idee. Ja, ja. Habe ich durchschaut. Das war knifflig. Excuse me. Hey, Entschuldigung. Was? Sind Sie ein Scout? Oder wollen Sie mich anbaggern? No. Nein. Ich heiße Yagami. Ich bin ein Detektiv. Zufälligerweise empfange ich ein verdächtiges Signal von Ihnen. Ein elektronisches. Wie? Ein Signal? Von mir? Böser Detektiv, die wandernde Wanze. Okay. Mit der Questline geht's also hier weiter. Das scheint überall dagegen zu passieren. Ich möchte bloß sicher gehen, dass Sie kein Ziel sind, Momoyama-san. Oh, ein zwielichtiger Detektiv, was? Und wo bin ich verwanzt? Nun, das Signal kommt aus Ihrer Tasche. Die hier etwa? Die hat mir mein Chef neulich gegeben. Aha. Hm? Ihr Chef. Wo arbeiten Sie? Na, im Hostessenclub. Also werden Sie wohl von Ihrem Chef abgehört. Haben Sie eine Ahnung, warum? Nicht im geringsten. Er war immer ein anständiger Kerl. Am besten fragen wir ihn direkt, um welchen Club handelt es sich? Rose Blossom in der Ohama Street. Alles klar, ich sorge dafür, dass er auspackt. Wenn er wirklich daran schuld ist, also wenn... Na gut, er hat die Tasche extra gegeben, ne? Warum sollte er es sonst einfach getan haben? Aus Höflichkeit? Ich weiß ja nicht. Es wäre halt mein Vermutung gewesen, dass ihm die angedreht wurde, damit er sie ihr weitergibt. Ach, das ist ja direkt hier um die Ecke, genau. Den Club kenne ich nämlich auch noch. Ja, ja. So, da bist du ja. Wie kamst du ja so schnell?
Können Sie das bitte erklären? Naja, Yagami. Hallo, ich bin Takayuki Yagami, Detektiv, der Ihre Wanze gefunden hat. Oh, ich bin ebenfalls zugelassener Anwalt und freue mich über jede Zivilklage wegen Verletzung der Privatsphäre. Was? Ein Anwalt? Ja. Yep. Wenn Sie mir Moyama-san verraten, warum Sie sie abhören, oder soll ich die Polizei holen? Sag einfach die Wahrheit, dann regeln wir das hier und jetzt. Ich will die Lage nicht verschlimmern. Es tut mir leid, ich gebe alles zu. Bitte rufen Sie nicht die Polizei. I see. Verstehe, ein anderer Club wollte sie also abwerben. Ja, sie ist unser größter Gästemagnet. Ohne sie können wir den Laden dicht machen. Die waren in der Tasche? Ja, ich wandte mich an einen Detektiv. Er schickte mir die Tasche zu. Können Sie ihn beschreiben oder mir seinen Namen nennen? Nein, tut mir leid. Wir sind uns nie begegnet. Ich habe nur seinen Web-Avatar gesehen. Einen Hund. Ein Hund also. Schon wieder der Avatar. Den Namen kennen Sie auch nicht? Nein, er meinte lediglich, er gehöre zu einem illegalen Detektivbüro. Das haben wir schon alles gehört. Hey Boss, es stimmt, dass mich vor kurzem jemand abwerben wollte, aber ich gehe nirgendwo hin. Das weißt du doch, oder? Oh, wirklich? Mhm. Das ist ein guter Arbeitsplatz und ich verstehe mich gut mit den anderen Mädels. Ich habe keinen Grund zu gehen. Aber du hörst mich trotzdem ab? Wie dämlich kann man sein? Es tut mir so leid, Momoyama-chan. Tja, Momoyama-san, ist die Erklärung zufriedenstellend? Ja, da das uns nicht gekommen ist, ist alles vergeben und vergessen. Aber diese Tasche gefällt mir. Darf ich sie behalten? Ohne Wanze? Zuerst sollten wir aber die Wanze entfernen. Ja, das wäre eine Idee. Außer du möchtest weiter abgehört werden. Vielleicht hast du gar nichts dagegen. Illegales Detektivbüro. Klingt so, als sei dieser Typ bis ins Mark verdorben. Zumindest irgendwas mal hier erreicht. Und während ich so durch die Gegend gelaufen bin, habe ich auch noch ein anderes Keyword freigeschaltet tatsächlich. Ob ihr es glaubt oder nicht. Und zwar Anatomiemodell. Ganz viel hier in der Gegend der Schule. Reden davon, dass das Anatomiemodell läuft. Weiß ja nicht, was es damit auf sich hat, aber ich würde sagen, da können wir doch einfach mal vorbeischauen. Hört sich ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gruselig an und so. Hallo? Kann ich irgendjemanden dazu fragen? Habt ihr irgendwas zu sagen? Laut Chatter schreibt ihr gerade alle darüber. Dauerhaft. Nein? Was sagt die Sidequest? Komm schon. Hier. Oh. Weil ich das jetzt einmal abends an der Serie bin. Abends. Ich erkenne langsam ein Muster bei all diesen Sidequests. Wisst ihr das? Ich erkenne langsam ein Muster. Wir können zum Krimi-Club gehen, wenn wir schon hier sind. Also, vielleicht, wisst ihr was, ich bin heute deprimiert genug gewesen von all diesen Sidequests. Es wird ja nicht besser anscheinend. Gehen wir mal zum Krimi-Club. Das wird bestimmt besser laufen. Yagami-san. Hi. Danke, dass Sie gekommen sind. Yeah. Ja, externer Betreuer des Krimi-Clubs, stehe zu Diensten. Um welchen Fall geht es heute? Ja, herzlichen Glückwunsch, Yagami-san. Definitiv besser, als wenn meine Schwester dann sauer auf sie wäre. Die hat sie richtig zur Sau gemacht, oder? Sie war noch total wütend, wollte diesen Perversling fertig machen. I guess so. Ja, ich wäre wegen ihr fast als notgeiler Spanner in der Zeitung gelandet. I'm sorry. Dafür sollte ich mich entschuldigen. By the way. Also, Amasawa, du wolltest mit mir reden? Yes. Ja, es gibt ein ziemlich übles Gerücht und wir hatten gehofft, dass sie bei den Ermittlungen helfen können. Es könnte sogar sein, dass die Sugar Baby-Sache mit dem Gerücht zusammenhängt. Alles hängt zusammen, mal wieder. Ich soll wohl meiner Pflicht als Betreuer nachkommen. Ich weiß ja nicht, ob das meine Pflicht als Betreuer ist, aber... Es gibt eine ganze Reihe von Teenagern aus der Jinsho, die in letzter Zeit kriminell aufgefallen sind. Allerdings bisher noch keiner offiziellen Stelle nachfindet. Noch findet das Ganze unter dem Radar statt. Komisch, sie machen nämlich echt alles. Ladendiebstahl, Rauchen, Sugar Babies, Straßenrennen, Glücksspiel, Trickbetrug. Und noch komischer ist, dass es oft total anständige Schüler sind, die jetzt urplötzlich kriminell werden. Das ist wirklich seltsam. Aber das Interessanteste an dem Gerücht ist, dass diese ganzen Verbrechen auf eine einzige Person zurückzuführen sind. Oh, ein großes Mastermind. Du meinst, es steckt eine Art Strippenzieher dahinter? Ja, genau das.
Ja, so in etwa. Wenn das Gerücht stimmt, führt jemand diese Schüler auf die schiefe Bahn. Angeblich ist wirklich diese gesamte kriminelle Aktivität nur durch diese eine Person gesteuert. Oh. Klingt fast nach einer Großstadtlegende. Die Schüler von der Serie High nennen ihn den Professor. Kann ich das wirklich ernst nehmen? Na, sollte ich wohl besser. Irgendwas wird dahinter stecken. Vielleicht ist es eine Anspielung auf den Erzfeind von Sherlock Holmes, Professor James Moriarty. Der war das Superhirn hinter der Londoner Unterwelt. In der ersten Geschichte wird er der Napoleon des Verbrechens genannt. Aber es wäre vielleicht zutreffender, unseren Professor den Napoleon der Jugendkriminalität zu nennen. So, to sum it up. Das klingt wirklich interessant, aber es ist nur ein Gerücht, hast du gesagt. No. Naja, die Leitmotive dieser Gerüchte sind derart spezifisch, dass ich glaube, es könnte etwas dran sein. Well. Anscheinend hat der Professor eine geheime Website, auf die nur Serioschüler zugreifen können. Ich habe einige Schüler identifiziert, die zugeben, sie zu kennen. Aber mehr sagen sie mir nicht. Oh, eine geheime Website, ja? Und was ist da drauf? Ein Forum? In solchen Foren kotzen sich einfach alle Leute anonym ihren Hass aus, oder? Ein Paradies für feige Mobber. Yes. Ganz genau. Allerdings hat die Website des Professors anscheinend ein einzigartiges Feature, das die Schüler anlockt. Hm? Was für ein Feature? Naja, wenn Schüler ein Posting schreiben, dass sie sich etwas wünschen, dann wird es wahr. Dann erscheint der Professor und gewährt ihren Wunsch. Oh. Unbelievable. Er gewährt ihren Wunsch? Ist ja völlig absurd. No. Wie gesagt, es ist nur ein Gerücht. Aber wenn der Wunsch ist, Prüfungsfragen zu bekommen, schnelles Geld zu verdienen oder sich an jemandem zu rächen, vor allem letzteres natürlich interessant. Huh. Okay, das klingt schon mehr nach einem Fall als nach einer großen Legende. Aber es ist immer noch schwer vorstellbar. Yes. Ja, aber es reicht, um zu ermitteln. Kein Schüler sollte den Professor um Hilfe bitten, insbesondere bei den Gorillas, die er hat. Gorillas? Oder auch Gangster meinetwegen? I see. Oh, er hat Gorillas. Das kompliziert die Lage. Hey! Was ist ein Gorilla? Ein Affe. Ein mieser Typ, der zwielichtige Geschäfte macht und Leute ausnimmt. Ein bisschen wie die Yakuza, aber ohne Regeln oder Disziplin und deswegen viel unberechenbarer. Die Gesetze gegen organisierte Kriminalität helfen nichts gegen sie. Es tauchen immer mehr auf, seit Tojo und Omi sich aufgelöst haben. Right. Wow, das wusste ich gar nicht. Well. Übrigens habe ich gehört, dass das Sugar Baby aus dem Tanzclub fast in eine gefährliche Situation geraten wäre. Aber dann sind plötzlich ein paar kräftige Typen aufgetaucht und haben sie beschützt. Sie wurden als ihre Vollstrecker geschickt. Wundert mich, dass du weißt, wie man so jemanden nennt. Ich lese viel. Vor allem Mysteries. Jedenfalls dürfte diese hypothetische Operation in Jinjo recht lukrativ sein. Wie gesagt, die machen alles Mögliche. So lukrativ vielleicht, dass jemand es ausnutzen will, mit Hilfe eines mysteriösen Strohmanns an der Spitze. Okay, das Gerede vom Professor könnte also eine Tarnung sein. Das klingt schon plausibler. Yes. Sehen Sie? Aus dem richtigen Blickwinkel wirkt diese Großstadtlegende eigentlich ziemlich profan. Profan, was auch für Wörter verwendest. Gut, fürs Erste soll das wohl reichen. Okay, Masawa, jetzt habe ich einen Überblick. Brauchst du noch was oder soll ich mit dem Tanzclub weitermachen? Yes. Nein, macht sie bitte einfach weiter. Danke, ich gehe den Gerüchten mit dem Professor nach. Ich weiß, sie haben alle Hände voll zu tun, aber möglicherweise müssen sie dann noch andere Gruppen infiltrieren. Klar, sagt man einfach Bescheid, aber erstmal noch weiter mit dem Tanzclub, ha? Huh? Ach übrigens, wenn sie sich jetzt stärker einbringen, sollten sie sich eine App herunterladen, die sehr praktisch ist. Was für eine App? Ein Planer, um ihre Aktivitäten und Pflichten festzuhalten. Lehrer, die zugleich Clubbetreuer sind, verwenden ihn. Sie hilft ihnen sicher, nachdem sie jetzt immer mehr mit dem Schulleben zu tun haben. Okay, Schulplaner, oh Gott. Oh no. Das wird ja alles ziemlich komplex hier. Da oben haben wir den Tanzclub. Und noch sehr viele Fragezeichen. Sehr, sehr viele Fragezeichen. Du bist im Tanzclub. Tanzt, als sehe niemand zu. Cool. Ziemlich viele verdächtige Aktivitäten gibt es hier, ja. Auf Bitte von Amasawa, der Leiterin des Krimi-Clubs, ermittelt Yagami in diesen Fällen. Während er ermittelt, formt er Bindungen mit den Schülern. Diese Untersuchungen werden Schulgeschichten genannt. Während Yagami verdeckt in diversen Communities ermittelt, erhöht er dadurch seinen positiven Einfluss auf die Schüler seiner Führung.
Now that you mention it. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Warum? No. Ach, nur so. Dass ich fast einen Anwalt als Voyeur beschuldigt hätte, macht mich irgendwie nervös. Glaubst du, ich verklage dich wegen Verleumdung? Bitte nicht. Naja, wusstest du ja im Voraus nicht. Dass ich Anwalt bin und dass ich kein Spanner bin. Man sollte sich ja schon Gedanken machen, wenn einfach plötzlich ein komischer Typ auftaucht und Kameras an der Schule platziert. Ist ja nicht verkehrt eigentlich. So, wo ist denn der Tanzclub auch mal gewesen überhaupt? Das wäre die nächste große Frage für mich. Warte mal. Ah ja, hier geht's weiter damit. Hier gibt's auch noch Sidequests. Ja, hier sind noch neue Sidequests in der Schule. Oh Gott. Ich dachte, wir könnten jetzt nochmal tanzen gehen halt erstmal, vielleicht. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so uninteressant. Das sollte auch hier direkt um die Ecke sein. Der eine Ordner. Genau. Hi, was geht hier ab? Hm? Oh Mann, ich muss morgen zurück nach Osaka. Wenn wir es heute nicht schaffen, weiß ich nicht, ob wir die Zeitkapsel jemals ausgraben können. Die Zeitkapsel? Ja, wir müssen es heute schaffen. Das sind Absolventen der Schule. Sag mir was von einer Zeitkapsel, die sie wahrscheinlich damals beim Abschluss oder so hinterlassen haben, ha? Huh? Ging leider, als hätten sie vergessen, wo das verdammte Ding vergraben ist. Und jetzt? Soll ich ihnen helfen? Ja, natürlich. Okay, das ist meine Chance für das Detektivbüro Yagami und Yogama 99, die Werbetrommel zu rühren. Excuse me. Sollte vielleicht etwas? Hä? Wer sind sie? Yagami. Ich bin Takayuki Yagami vom Detektivbüro Yagami. Ein Detektiv? Yep. Ja. Normalerweise bin ich in Kamurocho aktiv, aber in letzter Zeit helfe ich auch für Yokohama 99 aus, das von meinen Freunden geführt wird. Im Moment betreue ich den Krimi-Club hier an der Schule. Ach, sie gehören zur Schule. Yep. Ja, und ich glaube, ich kann euch helfen. Erzählt mir doch mal, was los ist, falls ihr möchtet. Muss ich eine kleine Gebühr berechnen, damit ihr mich offiziell engagiert habt, aber das wäre nur eine winzige nominale Gebühr. Mm. Nicht Detektiv, wie? Naja, wir können jemanden brauchen, der gut im Suchen ist. Wollen wir ihn anheuern? Ich weiß nicht, ob ich ein Searcher bin, aber ein Detektiv bin ich wohl. Ich heiße Ogikubo. Ich bin Hanamizuki. Ich bin Yagamo. Wir sind alle drei Absolventen der Schule und treffen uns heute zum ersten Mal seit langem wieder. Wir sind hergekommen, um die Zeitkapsel auszugraben, die wir an der Schule vergraben hatten. Wir wissen nicht mehr so genau, wo wir das Ding gelassen haben. Erinnert ihr euch zumindest noch an irgendetwas, was helfen könnte? Naja. Das ist ein Grund, warum wir uns nicht mehr so genau erinnern. Ah. Ja, wir haben bei der Abschlussfeier damals ziemlich gebechert. Gott. Ja, wir waren jung und leichtsinnig. Du warst am Ende total blau. Die haben was getrunken. Aber waren sie da noch minderjährig? Ach, mein Gott, stell dich so an. Okay, also könnt ihr euch noch an irgendwas erinnern? Eine Markierung oder dergleichen? Naja, wir haben noch ein paar Notizen von damals. Das Rad... Das ist ein Rätsel. Das Rad des Giganten, das über den Baum mit den meisten Ästen herrscht. 3 Schritte nach Süden von der Wurzel, dann 2 Schritte nach Osten und da ruht der Schatz. Hm? Ist das eine Art Code? Ja, er basiert auf dem Code aus einem Spiel, das damals total beliebt war. Cool. I see. Was bedeutet die verschlüsselte Nachricht? Tja, wir haben keine Ahnung mehr. Gab es eine gigantische Statue mit einem Rad, aber hier in der Schule gibt es so etwas nicht, oder? Ja, hier gibt es vielleicht einen Baum mit einem Rad oder so. Hm. Oder irgendwas anderes Rundes halt. Hi. Wo ist die Zeitkapsel? Ja, schauen wir auf jeden Fall erstmal nach dem Baum mit den meisten Ästen. Bist du ein Baum mit vielen Ästen? Gibt es hier mehr Bäume als dich? Auf jeden Fall hier schon mal kein Rad. Da, okay, hier sind überall noch Bäume. Hier hinten auch noch. Wie gesagt, die Äste kann ich ja schlecht zählen gerade, spontan. Was verkaufst du hier hinten? Hallo? Willst du nicht Yagami-san? Ich bin Komai. Meister Iyama hat mir von Ihnen erzählt. Ich gebe Ihnen von den besten Extrakten und Materialien ab. Ach so. Oh. Oh. Die gibt es alles zu kaufen und Katzenfutter auch. Und natürlich Extrakte kann ich auch so direkt kaufen, wenn ich reich bin irgendwann mal. Interessant, einfach als Dealer hier unterwegs offensichtlich. Etwas kritisch, aber nehme ich wohl so an. Biegsames Gummi.
Okay. Warum liegt das hier etwa hinter der Turnhalle rum? Kann mir das mal einer erklären? Zweige. Hallo, hast du viele Äste? Ist ein Rad? Weiß ich nicht. So viele Äste? Oder ein Rad? Ist es das hier? Der Baum mit den meisten Ästen. Das muss der hier sein. Wirklich? Hast du das jetzt nachgezählt? Okay, jetzt brauchen wir noch ein Rad. Es ist anscheinend ja doch nicht das Loch da drin. Aber wir brauchen ein Rad, was sich diesen Baum mit den meisten Ästen anguckt. Du bist ein Gullideckel. Da irgendwas. Hier. Das ist auf jeden Fall eine Schaufel. Perfekt. Sieht auch ziemlich aus, als wäre hier mal gegraben worden, vielleicht. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Was das verrückt ist. Gibt es hier draußen irgendwas? Ist hier irgendwo ein Fahrrad oder so ein riesiges? Das wird ja auch nicht ganz. Suspicious. Fucking hell. Das ist ein Rad. Das ist tatsächlich ein ziemlich großes Rad. Aber was soll man das jetzt sagen? Achso, den Baum habe ich doch schon gesehen. Den Baum habe ich doch schon als erstes gefunden. Das wäre dann dieser Baum. Ja, den Baum... Hä? Wir haben den Baum vorher gefunden. Wofür brauche ich denn jetzt das Rad überhaupt noch? In other words. Okay, von dem Baum 3 Schritte nach Süden, dann 2 Schritte nach Osten. Da müsste die Zeitkapsel sein. Hm? Ja, da habe ich auch gesehen. Eine Schaufel? Tja, ich sollte ganz nah sein. Dann graben wir mal. Das ist nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Ist wohl doch nicht hier. Was? Vielleicht habe ich die Stelle nicht ganz genau erwischt. Vielleicht hat auch jemand anderes schon die Zeitkapsel mitgenommen. Das könnte das Problem sein. Oh, hey. Oh, das ist die Zeitkapsel. Oho. Sieht aus, hätte ich recht gehabt. Das muss ich Ihnen gleich sagen. Bin schon ein bisschen neugierig. Die Schaufel hatte jemand vor kurzem verwendet. Heißt das, dass hier schon jemand anderes gegraben hat? Mysteriös. Vielleicht ist es gar nicht mehr deren Zeitkapsel. Vielleicht hat jemand die schon längst mitgenommen und das ist schon eine neue oder so. Keine Ahnung, von jemand anderem. Das wäre jetzt natürlich schade. Ist aber auch ziemlich stabil befestigt worden. Die eine hier. Ich habe eure Zeitkapsel gefunden. Was fantastisch, Herr Detektiv. Wie es sich herausstellte, war mit dem Rad des Giganten das Riesenrad gemeint, das man vom Hinterhof aus sehen kann. Oh, das Riesenrad. Ja, jetzt ist es wieder ein. Wir haben uns kaputt gelacht, als wir das Ding Rad des Giganten genannt haben. Ja, sehr, sehr witzig. Moment mal. Sieht hier nicht irgendwie anders aus, ist echt nicht eure. Ich glaube, die Farbe ist gleich. Aber das Ding hier hat kein Schlüsselloch, siehst du? Stimmt, das hat keins. Hey, wovon redet ihr? Unsere Zeitkapsel konnte man abschließen. Sie hat ein Schlüsselloch, weil wir nicht wollten, dass sie jemand aufmacht. Das Ding hat aber kein Schlüsselloch. Aber sie war dort, wo der Code mich hingeführt hat. Komisch, wie kann das denn sein? Tja, das fällt mir nur eins ein. Jemand anders hat sie mitgenommen. Der Boden in der Nähe dieser Kapsel sah komisch aus. Als hätte da kürzlich jemand gegraben. Hä? Was soll das heißen? Es ist möglich, dass eure Kapsel versehentlich mitgenommen wurde. Eine andere Person, die ihre Kapsel in der Nähe vergraben hat, hat eure Kapsel mit ihrer eigenen verwechselt. Wow. Was? Warum sind das echt? Yep. Ja, nach allem, was ich vor Ort gesehen habe, ist das meine Hypothese. Eine andere Person hat eure Kapsel mit dem Schlüsselloch ausgegraben. Aber es ist so lange her, dass der Unbekannte nicht mehr wusste, dass seine eigene kein Schlüsselloch hatte. Wenn er hineinsehen würde, würde er sich ja merken, dass es nicht seine eigene Kapsel ist. Aber das kann er natürlich nicht, weil sie abgesperrt ist. Wow. Ernsthaft? Naja, das klingt tatsächlich plausibel. Zeitkapseln waren damals ja belebt. So oder so, sieht aus, als hätte jemand anderes eure Zeitkapsel mitgenommen. Wir kriegen sie also nur zurück, indem wir herausfinden, wer das war. Hey, wenn wir in diese Kapsel reinsehen, finden wir doch vielleicht heraus, wer unsere hat, oder nicht? Ja, oh Gott, es hört also noch lange nicht auf anscheinend. Der Fall geht gerade erst richtig los. Eine Leichtathletiknummer, ein Stoffbär und hier ist sogar ein Kamm. Vielleicht ist von einem Mädchen. Ist vielleicht noch was drin, was es mit etwas mehr eingrenzt? Oh, was haben wir denn da? Das wäre ein Brief. Hey, da steht ein Name drauf. Hä? Saya Goto?
Das gehört Goto-san. Boah, kann doch nicht sein. Hm? Ihr kennt sie? Hi. Ja, sie war eine Klassenkameradin von uns. Wir haben sie alle angebetet. Oh, Gekubo, warst du nicht in Goto-san verknallt? Naja, schon. Bei der Abschlussfeier wolltest du es ihr sagen und am Ende hast du dich dann doch nicht getraut, oder? Ich will ihn lesen. Lass mal sehen. Ey, du kannst doch nicht einfach an andere Leute Post lesen. Nein, das ist keine gute Idee. Ah, halt die Klappe. Vielleicht habt ihr auch damit, ja, Spaß oder so. Vielleicht braucht ihr eure eigene Zeitkapsel gar nicht mehr. Was? Moment mal. Echt jetzt? Ernsthaft? Was? Schreibt ihr denn den Brief? Eigentlich ist es nicht okay, ihre Privatsphäre zu verletzen und den Brief zu lesen, aber jetzt bin ich neugierig. Moment, ist das für die Ermittlung wirklich nötig? Ja, ist es. Was steht da drin? Sag mal, was in dem Brief steht. Das kann doch nicht. Kommt zu einem Brief. In Goto-sans Kapsel. Oh. Okay, es ist wohl doch nötig, um den Fall abzuschließen. Also gut. Excuse me. Was genau steht da? Ja, sehen Sie. Es ist ein Liebesbrief an die Person, in die sie damals verliebt war. Hä? Was? Wirklich? Was steht denn da? Ich wollte dir am Tag der Abschlussfeier meine Liebe gestehen, aber ich habe es leider nicht geschafft. Naja, und dann hat sie sich halt auch nicht getraut, den Brief weiterzugeben. Stattdessen hinterlasse ich diese Gefühle in meiner Zeitkapsel. Oh, oder absichtlich. Ich hoffe, dass meine Liebe in Erfüllung gegangen ist, wenn ich sie wieder öffne. Oh, ah. Hat ich selbst also eher geschrieben als alles andere. Oh, es gab plötzlich jemanden, den sie richtig gern mochte. Wen denn? Erwähnt sie den Namen? Okay, setz dich mal lieber. Sie schreibt, es geht um... Yuta Aoki Kubo, du warst es! Was? Oh. Hey, warte. Du musst Witze, oder? Zeig mal. Unglaublich. Stimmt wirklich. Tja, aber jetzt ist es wohl zu spät dafür. Wahrscheinlich. Ein bisschen. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid. Oh. Wow, das ist mal ein interessanter Zufall, oder? Wolltest du nicht auch am Tag der Abschlussfeier deine Liebe gestehen und hast dich nicht getraut? Doch, aber ich hätte nie gedacht, dass es Goto-san auch so geht. Hey, Ogikubo, mir ist gerade eingefallen. Hast du nicht auch einen Liebesbrief in unsere Zeitkapsel gelegt? Gut, dass die abgeschlossen ist. Oder schade, dass die abgeschlossen ist. Du hast dich nicht getraut, ihn ihr zu geben. Hm? Moment, das heißt, ihr habt beide eure geheimen Gefühle in Zeitkapseln vergraben. Und ihr habt sie nicht nur direkt nebeneinander vergraben, sie hat dann auch noch die falsche Kapsel ausgegraben. Also dafür gibt es wirklich nur ein Wort. Nein, sag es nicht. Das ist einfach nur ein verrückter Zufall. Ja. Du müsstest sagen, das ist Schicksal. Komm schon, Ogikubo. Das kann nicht einfach nur Zufall sein. Aber Schicksal, ehrlich. Jedenfalls müssen wir uns und Goto-san unsere Kapseln tauschen. Das Problem ist nur, wie findet ihr sie? Mit alten Freunden Kontakt aufnehmen? Außer meinen Freunden hier kenne ich niemanden mehr. Zu den meisten habe ich nach der Schule den Kontakt verloren. Ja, bei mir auch. Und bei dir, Ogikubo, habt ihr keine sozialen Netzwerke? Hallo? Also selbst wenn ihr keinen Kontakt mehr mit denen habt, könnt ihr noch mit denen kommunizieren darüber irgendwie. Das ist mir auch so. Ihr seid die Einzigen, mit denen ich noch was zu tun habe. Verstehe. Ah, dann... Ja, wo sie lebt, wissen sie wahrscheinlich auch nicht. Wer ist mit einem Jahrbuch? Ach, meins habe ich verloren. Ich meins auch, als ich umgezogen bin. Meins habe ich noch, aber es ist in der Pension in Osaka. Keiner hat, um es zu holen. Könntet ihr beim Schulbüro nachfragen, ob ihr das Jahrbuch dort bekommen könnt? Yeah. Nee, das wird nichts. Da habe ich schon mal nachgefragt, weil ich mal reinschauen wollte, aber sie bewahren die Jahrbücher nicht auf. Verstehe. Gut, die Adresse wisst ihr auch so nicht. Also, das war ja der Sinn des Jahrbuchs. Wenn ich mich recht erinnere, soll sie damals irgendwo bei Chinatown in Ijincho gelebt haben. Ach ja, ich glaube, ihr Vater hatte ein China-Restaurant. Ihr Vater hat ein China-Restaurant in Chinatown. Da ist die Auswahl groß, aber es ist zumindest ein Anfang, ja, das ist es wohl. Kann ich sonst noch was fragen? Wie sieht sie aus? Das wäre ein Anfang. Mit einem Foto und dem Wissen, dass sie in Chinatown gewohnt hat, kann ich sie vielleicht finden. Haben wir ein Foto von ihr? Ich habe jedenfalls keines. Du hattest nie eines von Goto-san gemacht, oder? Aber wenn es eines gibt, dann wohl im Jahrbuch. Verstehe, ich habe kein Foto, aber ich... Könnte ein Porträt zeichnen.
Zumindest davon, wie sie damals aussah. Oh. Ach stimmt, du bist ja Kunstlehrer. Oh. Ja, das könnte helfen. Malst du mal das Foto? Kein Problem. Da bin ich mal gespannt. Jetzt zeig her. Ja. Ne? Weiß nicht, ob mir das, wie sehr mir das weiterhilft. Ich muss also eine Frau finden, die so aussieht, nur 10 Jahre älter. Ja, ganz leicht, ganz einfach. Hoffentlich hat sie noch dieselbe Frisur zumindest. Das wäre ein Ansatzpunkt. So der einzige, den ich sinnvoll verwenden kann. Und hey, wenn er sie findet, musst du ihr deine Liebe gestehen, Ogikubo. Was? Liebe gestehen? Ja, Mann. Diese Chance konntest du dir doch nicht entgehen lassen. Ja, das ist Schicksal. Könnte dein Leben verändern. Und vielleicht ist Kudo-san inzwischen verheiratet, richtig? Wie sind wir jetzt alle schon 28? Ja. Nein, das glaube ich nicht. Der Gerüchteküche heißt es, dass sie nicht verheiratet ist und auf der Suche... Woher wisst ihr denn das, aber wisst nicht, wie ihr sie erreichen könnt? Wirklich? Aber trotzdem... Okay, Kubo, das reicht jetzt. Du musst was unternehmen. Du schleppst deine Gefühle für Kudo-san jetzt seit 10 Jahren mit dir herum, stimmt's? Jedes Mal, wenn wir uns treffen, redest du von ihr. Das ist ein bisschen... gruselig, okay? Ist ein bisschen gruselig. Findet sie vielleicht auch ein bisschen gruselig, wenn du das erzählst. Stimmt, Ogikubo. Irgendwann musst du das mal abschließen, egal wie. Ja, ihr habt recht. Das war vielleicht wirklich recht. Gut, klingt, als wärst du nicht bereit, das zu tun. Okay, tja, Yagami-san, mein Schicksal liegt in ihren Händen. Na, dann auch noch Chinatown. Ich wollte jetzt eigentlich die Folge beenden, aber wenn der Fall noch weitergeht, dann... Nee. Dann wohl nee. Auf geht's nach Chinatown. Ist das hier die Markierung auf der Karte? Ich glaube, das könnte die Markierung auf der Karte sein. Das sieht nach einer Frau aus. Das ist eine Frau. Nicht hier richtig? Okay. Ist das eine Frau? Ich glaube nicht, das ist, Beginne die Zielsuche. Oh. Den Modus. Große Augen mit doppelten Lidfalten. Ich versuche das mal bei dieser Frau. Was hältst du von dieser Frau? Hey. Hast du eine hübsche Nase? Ist okay, ne? Mutter mal unter dem Auge? Ja, Alter? Ja, Alter sollte auch passen. Nase ist, glaube ich, nicht klein, ne? Ich glaube, das ist das einzige große Problem. Schade. Sonst noch jemand? Du bist eine andere Frau. Hast auch eine Mutter mal unter den Augen? Unter den, ja? Überraschung. Nase ist auf jeden Fall schon mal kleiner. Ob sie hübsch ist? Keine Ahnung. Was ist eine hübsche Nase? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall nicht schief. Ja? Ihre Augen sind auch groß. Ich nehme die erstmal. Und Alter passt auch. Dann ist sie das wohl tatsächlich. Die Frau sieht der Zeichnung irgendwie ähnlich. Aber vielleicht zu der Zeichnung ist sie ein bisschen... Ihr Gesicht ist viel rundlicher. Und? Vielleicht ist sie es nicht, aber... Vielleicht hat sie auch einfach zugenommen. Ist doch auch okay. Entschuldigung. Haben Sie vielleicht kurz Zeit? Hallo, der Herr. Hätten Sie Lust auf chinesisches Essen? Dann empfehle ich unser Restaurant. Chinesische Familienrezepte. Bei uns gibt es das beste Essen in ganz Chinatown. Ein gut aussehender Mann wie Sie bekommt bei mir eine Vorzugsbehandlung. Sie ist doch gut, dass dann wäre eine so ruhige und schüchterne Frau. Dann ist sie es vielleicht nicht. Pardon, Entschuldigung, aber Sie sind nicht so völlig Saya Goto-san? Was? Wissen Sie, wie ich heiße? Kennen wir uns? Ja, doch, das ist sie. Aber sind halt auch 10 Jahre vergangen, ne? Ein so lieben Mann würde ich definitiv nicht einfach vergessen. Also sie ist tatsächlich... Ja, also es ist so... Wow, ich habe also die falsche Kapsel ausgegraben. Ich fand es schon komisch, dass sie ein Schloss hat. Dann konnte ich mich nämlich nicht erinnern. Ich dachte mir, dass ich es wahrscheinlich einfach vergessen habe. Ist ja ewig her, dabei war es gar nicht meine Kapsel. Okay, sie hat also wohl nicht aufgekriegt. Sie hat Ogikubos Brief nicht gesehen. Verrückt, dass ich aus Versehen die Kapsel von Ogikubo-kun und seinen Freunden mitgenommen habe. Das muss Schicksal sein. haben die auch gerade gesagt, tatsächlich. Sollte ich bei ihnen melden. Wollen wir so mal rüber, mal sehen, ob das noch was wird aus dieser großen Liebesgeschichte hier. Wahrscheinlich, nicht. Ja. Wahrscheinlich werden sie gleich einsehen, dass sie nicht mehr ganz derselbe Mensch ist. Hat sie zugelegt? Ist er enttäuscht, Ogikubo?
Ja, Gamo. Die Liebe, die ich seit 10 Jahren für sie empfinde, ändert sich doch nicht wegen seiner Oberflächlichkeit. Oh, vernünftig. Der strahlt sich förmlich. Na gut, das will ich hören. Hör zu, das ist der Plan. Wir öffnen die Zeitkapsel vor Gutes an, aber dann ist dein Liebesbrief, den du vor 10 Jahren nicht geben konntest. Genau. Und dann werden eure Gefühle füreinander, die bis heute wie zwei Schiffe waren, die in der Nacht blind aneinander vorbeifahren, sich endlich begegnen. So ein Liebesgeständnis könnte sich selbst Gurdosan Amos Pfeil nicht widersetzen. Okay, Ogekubo, nichts wie ran. Okay. Gurdosan. Was? Schon eine Weile her. Ich bin Ogekubo. Wir waren zusammen an der Serio. Oh, Ogekubo-kun. Das ist lange her. Der Detektiv hat mir von der Zeitkapsel erzählt. Es tut mir so leid. Ich habe die falsche ausgegraben. Oh nein, alles okay. Ich bin froh, dass wir uns durch diese Verwechslung wieder begegnet sind, Ogekubo-san. Was für ein Zufall, oder? Absolut. Das haben wir nur der Zeitkapsel zu verdanken. Scheint ja gut zu laufen. Jetzt könnte es gleich passieren. Hier, bitte. Das ist eure Zeitkapsel. Die Farbe ist gar nicht dieselbe. Ist schon okay. Hier ist deine. Danke. Übrigens, habt ihr reingeschaut? Oh, ja, da wissen wir, dass es deine Zeitkapsel ist, natürlich. Tut mir leid. Ja, wir mussten noch wissen, wem sie gehört. Und wir haben auch den Brief gelesen. Oh, dann hast du es gesehen. Wow, ist das peinlich. Gurdosan, ich will dir auch etwas zeigen. Was denn? Endlich. Viel Glück, Ogekubo. Sehr wichtig, hier unter meiner Zeitkapsel vergraben. Was ist Zeitkapsel? Was ist denn da drin, Ogekubo-san? Naja, es ist... Pain. Vielleicht solltest du es doch nicht zeigen. Kota, habe ich gesagt, du sollst nicht von vorne reinkommen? Wie? Mama? Oh oh, heißt das. Kota-san, ist das dein Sohn? Ein echter Frechdachs. Er sorgt für ganz schön Aufregung, aber ja, das ist mein Kleiner. Du bist verheiratet. Hm? Oh, wusstest du das gar nicht? Wir mussten damals heiraten, weil ich irgendwie schwanger war. Oh, irgendwie. Ist so passiert. Seriously? Oh, wow. Hey, Hana Mizuki, hast du nicht gesagt, Gurdosan wäre nicht verheiratet? Hast du doch, oder? Naja, das war nur ein Gerücht. Sei nicht auf mich sauer, sondern auf die Tratschtanten in der Gerüchteküche. Aber du hast doch den Unfug weitererzählt, genauso wie Leute das in der Gerüchteküche halt tun. Jedenfalls, du wolltest mir etwas an der Zeitkapsel zeigen, oder? Was denn? Oh, das waren... Einfach nur bitte süße Erinnerungen, die ich in der Vergangenheit lassen sollte. Hä? Jetzt bin ich erst recht neugierig. Nee, alles gut. Oh Mann. 50.000 Yen habe ich dafür bekommen. War doch gar nicht mal so wenig. Na gut. Haben wohl genug Geld. Und ich habe ja auch einiges erledigt für die drei. Ich habe seine Hoffnung endgültig zerschmettert zum Beispiel. Damit ist dein Jugendtraum wohl gestorben. Ja. Hey, siehst du mal so, Ogekubo. Deine Jugend ist vielleicht zu Ende. Aber dein Leben hat eben erst begonnen. Hä? Mein Leben? Und wie? Jetzt kannst du endlich nach vorne schauen und nach der wahren Liebe suchen. Ja, vielleicht hast du recht. Dass ich mich damals nicht getraut habe, ihr bei der Abschlussfeier meine Liebe zu gestehen, das habe ich nie vergessen können. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich nach vorne sehe. Ich sprich es aus, Ogekubo-san. Ja, großartig. Jetzt findest du endlich ein nettes Mädchen und kannst deine Keuschheit ablegen. Ist ja nicht so, als hätte ich mich nur wegen ihr zurückgehalten. So, warten wir also. Dann bringen wir Kubo jetzt in einen Puff und helfen ihm, ein echter Mann zu werden. Nein, alles gut, das schafft er schon. Idioten, 10 Jahre lang habe ich mich aufgespart. Schenke ich das doch nicht jetzt einer Wildfremden, auch wenn sie eine Professionelle ist. Außerdem, ich könnte jetzt einen Drink vertragen. Okay, das kann ich verstehen. Lass uns saufen gehen. Da findest du vielleicht auch jemanden dafür. Sind dabei, Yagami-san? Sollen wir alle Bars in Chinatown unsicher machen oder Kubo etwas aufheitern? Was? Ich? Na klar, sie sind doch der Grund dafür, dass Ogekubo in Rauch aufgegangen ist. Ja, also irgendwie ist die Besetzung echt schlecht, ne? Sind so viele Fehler drin. So viele Fehler. Ja, Gummisan, die Drinks gehen auf uns, kommen sie. Okay, dann sage ich nicht nein. Oh, wirklich, ich hätte jetzt gar nicht erwartet. Das war doch nett. Ist doch noch wesentlich interessanter geworden, als jemand von gedacht hätte, tatsächlich. So viel zum Thema, ja, ich komme mit. Warte nur kurz, ihr geht schon mal vor, ja? Tschüss. Gut.
haben wir immer noch eine vernünftige Sidequest heute abgeschlossen. Das war wirklich nicht so erfolgreich, wie ich es mir erhofft hatte, muss ich zugeben, insgesamt. Aber hey, so ist das wohl. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir erstmal wieder mit der Hauptstory weiter und warten ein bisschen, bis wir noch mehr Side-Stories freischalten nach und nach. Und ja, schauen wir, was da so passieren wird noch. Bis dahin, ciao.